Liebe Freundinnen und Freunde, Horst Seehofer sprach von der Herrschaft des Unrechts hier in Deutschland. Immer wieder höre ich Leute sagen, wir müssen endlich mal Recht und Gesetz durchsetzen. Lange habe ich mich gefragt, was meinen die eigentlich da damit? Wir haben funktionierende, unabhängige Gerichte, wir haben eine freie Staatsanwaltschaft und Dirk zieht jetzt schon die Autos von den Gangstern ein. Das können Sie nicht gemeint haben mit Recht und Gesetz einmal durchsetzen. Dann habe ich weitergedacht. Dann habe ich mir gedacht, meinen die noch die alten Kassen von Kohl, als er Gelder hinterzogen hat? Dass jemand wie Schäuble, der diese Geldkoffer wohl entgegengenommen hat, dann noch Bundesfinanzminister wurde? Aber auch das kam mir reichlich komisch vor. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass die das meinen. Und darum habe ich weiter überlegt und ich habe nachgedacht. Und dann dachte ich mir, gucke ich mir doch mal dieses Recht und Gesetz an. Und wie beginnt man da? Na, man beginnt von vorne. Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das klingt doch großartig. Das will ich durchsetzen. Aber wenn ich mitbekomme, dass vor einer Woche in Grünau eine Frau aus Venezuela bespuckt, geschlagen und getreten wurde, nur wegen ihres Aussehens, dann muss ich sagen, die Würde dieser Frau wurde angetastet. Und das dürfen wir so nicht länger hinnehmen. Dann kann ich nur sagen, ja, lasst uns Recht und Gesetz umsetzen, damit die Würde des Menschen unantastbar ist. Und zwar die Würde aller Menschen. Denn in Recht und Gesetz, da steht die Würde des Menschen. Da steht nicht die des Weißen, nicht die des Gebildeten oder die des Männlichen, sondern die des Menschen. Ein tolles Gesetz. Artikel 2 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Toll. Ich werde noch ganz zum Law and Order Mann. Aber die Realität sieht leider anders aus. Vor 2 Wochen wurde einer schwangeren Frau hier in Berlin in den Bauch geschlagen, nur weil sie ein Kopftuch trug. Menschen, die sich entscheiden, allein ein Kind aufzuziehen, denen werden steuerliche Vergünstigungen verwehrt, nur die ich bekomme, weil ich verheiratet bin, obwohl ich nicht mein Kind erziehe. Und das müssen wir ändern, dafür müssten wir klatschen. Und Interpersonen werden von der Vorsitzenden der größten deutschen Partei ins Lächerliche gezogen, nur damit sie einen schnellen, billigen Applaus bekommt. Und wer heute noch einmal einen Joint kiffen will oder einen Joint kifft, kann den Führerschein verlieren, selbst wenn er gar nicht Auto fährt. Freie Entfaltung der Persönlichkeit, großartig, ein tolles Gesetz. Aber wir haben wirklich noch eine Menge zu tun, damit das Wirklichkeit wird. Artikel 3 des Grundgesetzes. Alle Menschen sind vom Gesetz gleich. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstimmung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Okay, das mit der Rasse würde ich streichen, aber ansonsten ein absolut tolles und richtiges Gesetz. Jetzt bin ich wirklich dafür. Lasst uns dafür kämpfen, dass wir Recht und Gesetz umsetzen. Denn auch das ist immer noch nicht der Fall. Menschen mit Behinderungen finden oft in ihren Kiezen keine Wohnungen mehr und werden verdrängt, weil die Mieten so extrem steigen. Frauen mit Kopftuch haben es nachweislich schwieriger, einen Arbeitsplatz zu finden. Schwarze Menschen sind hier in Berlin an den Schulen immer noch mehr Gewalt ausgesetzt. Und Sinti und Roma warten hier in Berlin manchmal bis zu 3 Jahre auf einen Kindergeldentscheid. Das dürfen wir nicht länger hinnehmen und das müssen wir ändern und dafür ist jetzt die Zeit. Deshalb, jedes Buch liest man von vorne. Das sollten wir auch bei den Gesetzen so machen und bei der Umsetzung vorne beginnen. Und genau damit haben wir uns in dem letzten Jahr intensiv in der Partei beschäftigt.
Wir haben das Recht und Gesetz auf Berlinerisch übersetzt und zusammen mit der Zivilgesellschaft uns angesehen, was müssen wir hier in Berlin tun, damit die Menschen selbstbestimmt leben können? Was müssen wir tun, dass alle nach ihrer Fassung glücklich werden können? Und herausgekommen ist euch der nun vorliegende Antrag. Ein Antrag, der sehr, sehr vieles umfasst, der sich damit auseinandersetzt, wie wir Diskriminierung, Rassismus oder Benachteiligung beseitigen können. Ein Antrag, der darauf setzt, dass alle Menschen in dieser Stadt auch sichtbar sind, dass alle, die hier leben, auch sagen können, hier gehöre ich dazu. Und ein Antrag, der sowohl die Lebensentwürfe, die einem auferlegt werden, in den Blick nimmt, aber auch auf die schaut, die man sich freiwillig aussucht. Denn beides in den Blick zu nehmen, die auferlegten Lebensentwürfe und die freiwillig ausgesuchten, das ist zentral und gehört unzertrennlich zusammen. Bei den Freiräumen zum Beispiel ist das ein entscheidender Punkt. Es waren auch die Freiräume hier in Berlin, die Berlin immer geboten hat, die lesbisch-schwule Community über die letzten 10 Jahrzehnte erst zum Blühen erbracht hat. Deshalb ist es wichtig, auch für ein selbstbestimmtes Leben für diese Freiräume zu kämpfen. Freiräume für Wagenburgen, Freiräume für den sozialen Austausch, auch in Parks. Und Freiräume, ja, Freiräume auch zum Feiern. Aber das dann eben so, dass wir miteinander den Interessensausgleich hinbekommen. Denn wir müssen ein Berlin bieten, in dem man sich nachts frei aussuchen kann, ob man nun schlafen will oder feiern will. Denn beides muss gleichzeitig möglich sein. Um wirklich frei und selbstbestimmt leben zu können, werden wir auch Raum schaffen müssen. Raum, dass Vereine und vor allem soziale Träger und soziale Projekte sich ihre Geschäftsstellen, ihre Räumlichkeiten noch mal leisten können und nicht verdrängt werden. Raum auch für ein lesbisches Wohnprojekt, dass Menschen, die ihr ganzes Leben lang für Anerkennung gekämpft haben, das wenigstens im Alter einmal bekommen und auch in Ruhe dort leben können. Und wenn wir wollen, dass alle nach ihrer Fasson glücklich werden, dann müssen wir auch die Strukturen dauerhaft verändern. Wir brauchen diskriminierungsfreie Einstellungsverfahren. Wir brauchen eine vielfältige und durchmischte Verwaltung. Wir brauchen Schulen, die eine Antidiskriminierungsstrategie entwickeln und diese auch leben und die auch Lehrmaterial haben, die diskriminierungsfrei sind. Wir müssen Racial Profiling endlich verbieten und wir müssen... Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir nicht mehr nur Unterkünfte für Geflüchtete bauen, sondern durchmischte, vielfältige Kieze, die dauerhaft auch bestehen können. Das ist zentral. Und wir müssen alle hier lebenden Menschen auch sichtbar machen. Und wir müssen ihnen zugestehen, dass das hier ihr Zuhause ist. Hören wir endlich auf, Menschen in der dritten oder vierten Generation, die hier leben, zu sagen, sie sollen sich integrieren. Ja, wohin denn bitte schön? Nein, lasst uns ihnen sagen, wir alle sind Berlin. Wir sind die vielen. Liebe Freundinnen und Freunde, der Antrag umfasst sehr, sehr viele Forderungen. Er umfasst viele Bereiche, von der Kultur bis zum Wohnungsbau, von Antidiskriminierung bis hin zum Schutz von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Aber das Zentrale dieses Antrages ist, das sind nicht die kleinen vielen Forderungen. Das Zentrale ist, wer dafür kämpft, dass sich jeder frei entfalten kann, der macht keine Nischenpolitik, der macht keine Politik für eine kleine Gruppe, sondern der macht eine Politik für das Gemeinwohl der ganzen Stadt, eine Politik für uns alle. Und das Beste daran ist, dass wir, was wir für eine Gruppe manchmal entwickelt haben, für alle auch gut sein kann oder für alle auch gut ist. Wenn wir uns gegen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt einsetzen, haben wir das vielleicht getan, weil Aisha weniger Chancen hat wegen ihrem Namen. Aber auch ein Kevin profitiert davon und die Gewichtsdiskriminierte genauso wie eine Person, die vielleicht den Job nicht bekommt, weil sie im falschen Stadtteil lebt. Genau diese Synergieeffekte, die gelten für fast alle Instrumente, die wir in unserem Antrag entwickelt haben.
Sie alle dienen dafür, dass die Menschen hier in Berlin in Würde leben können. Sie alle dienen dafür, dass die Benachteiligungen abgeschafft werden. Und sie alle dienen dafür, dass sie sich frei entfalten können. Sie alle dienen dafür, dass wir beim Umsetzen von Recht und Gesetz vorne anfangen. Mit Artikel 1, mit Artikel 2 und Artikel 3 des Grundgesetzes. Danke sehr.